Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu Assassin's Creed Mirage. Das neu erschienene, jetzt frisch auf dem Tisch hier beim Marok Smile. Ich begrüße euch hier ganz herzlich. Und wir gehen mal jetzt direkt ins Spiel hinein und gucken, was uns denn so Schönes erwartet alles, ne? Oh. Ein bisschen leicht schockt das Spiel. Ihr habt nach dieser Erinnerung gefragt. Ich log, sagte, sie wäre verloren. Ich dachte, sie verleitet zu falschen Schlüssen. Doch dieser Mann lebte viele Leben. Er hat uns etwas beizubringen. Als er zu uns kam, war er kaum mehr als ein gewöhnlicher Dieb. Er schlug sich auf den Straßen Bagdads durch und wollte eine bessere Zukunft. Nicht nur für sich, sondern für alle, die am Rande der Gesellschaft litten. Zwar lebte er in einem goldenen Zeitalter, im Herzen des blühenden Abbasiden-Kalifats, doch kratzt man an der Oberfläche, kommt eine Verderbnis zum Vorschein. Der Orden der Ältesten kämpfte um Einfluss und verbreitete Grauen im Land. Die Verborgenen, wie wir damals hießen, widersetzten sich und griffen unseren Feind aus dem Schatten an. Ein ewiger Konflikt. Und damals stand er in seinem Zentrum. Basim ibn Ishaq. Er folgte dem Credo. Er hinterfragte es. Das müssen wir auch. Wir alle können die Schatten, in denen wir wandeln, für das Licht halten, dem wir dienen. Es mag die Zeit kommen, in der wir so geprüft werden wie er. Und ich fürchte, diese Zeit kommt bald. Sand. Ruhig, Basim. Atme. War es wieder der Djinn? Und was wollte unser Freund diesmal? Mir das Fleisch von den Knochen reißen? Meine Eingeweide fressen? Er spricht nie viel, doch er hinterlässt Spuren. Ich kann ihn immer noch auf meiner Haut spüren. Nicht sehr originell. Das solltest du ihm mal sagen. Vergiss den Djinn mal einen Moment. Der Tag ist jung und es steht Arbeit an. Es gibt einen neuen Auftrag von Darwish. Für wen? Die schon wieder? Da verdienen wir ja mehr, wenn wir Wasser an Kamele verkaufen. Ach komm, Nihal. Wo bleibt dein Pflichtgefühl? Pflichtgefühl macht uns nicht satt. Nein, aber es sättigt die Seele. Ich warte draußen. Und somit nochmal ein herzlich willkommen zu Assassin's Creed Valhalla. Hier in der schönen und wunderbaren Stadt von Bagdad, wo die Menschheitsgeschichte angefangen hat. Lassen wir Darwish nicht warten. Noch eine Standpauke ertrage ich nicht. Kann noch kurz warten, denn ich habe noch was zu erklären hier für die Zuschauer. Zuerst einmal möchte ich mich für alle Abonnenten hier, die letztens immer alle noch zugeguckt haben, Darwish bedanken. Gibt dir eine ganze Menge davon. Er weiß, dass ich ihn nicht enttäusche. Er vertraut dir, so viel ist sicher. Meinst Und du, das gilt auch für sie? Warte ganz kurz. Gestalten im Schatten? Wo willst du denn hin? Jetzt warte doch mal.
Und ich freue mich schon. Ich sehe gerade, das tut... Wir müssen, glaube ich... Was könnte... Warte mal, wir schalten mal den Dings ein hier. Den V-Sync. Ich glaube dann... Änderung übernehmen, ja. Da, siehst du, das ist jetzt weg. So gut. Ja, es freut mich, euch hier dabei zu haben, jetzt bei dieser neuen Assassin-Serie. Kommst du jetzt hierher zurück? Ich komme schon. Was ist das für eine fordernde Frau hier? Und ja, wie gesagt, in der Stadt, wo die Menschheitsgeschichte angefangen hat. Bagdad. Das Reich der Abbasun, Abbasien, das Kalifat des Beni Umayya ausgelöscht haben. Eigentlich sind die wahren Nachfolger des Kalifats Beni Umayya. Und Beni Umayya sind zu der Zeit, ist nur einer, Abdurrahman Dakhil, hat überlebt und ist nach heutigen Spanien, damaliger Andalus oder heute immer noch Andalus, geflüchtet und hat sich dann da niedergelassen. Und die Abbasen haben mit einer, die Abbasiyun, die haben mit einer eisernen Hand regiert, muss man sagen. Ich hoffe inzwischen schon. Dann sollten sie das auch zeigen. Du setzt dich der Gefahr aus und sie geben dir sehr wenig dafür. Dafür sehr bekannt waren. Sie sind Freiheitskämpfer, Nihal. Keine Händler. Hart durchzugreifen. So. Doch sollte der Preis der Freiheit ausreichen und satt zu machen. Wow. Die reden hier alle Hocharabisch. Die reden darüber, dass irgendein Wächter am Markt einen Riesen umgebracht hat. Und dabei hat er was erhalten. So. Wow, Bagdad, guck dir das mal an. Da, wo die Sonne nie untergeht. Wunderschön, ne? Das Babylon. So kulturreich, diese Stadt, ne? Das ist Wahnsinn, ey. Die hat die Mongolen überlebt, die hat alles überlebt. Ne? Wow, wunderschön gemacht von Ubisoft. Fantastisch, ich gebe euch ein großes Lob. Zunächst einmal, oh, guck mal, das Wasserrad da hinten. Wow. Die Musik, die Häuser, die Lehmhäuser, das ist alles sehr detailreich. Die Teppiche, oh, die Palmenbäume. Das ist richtig. Wir sind zum Anfang von Assassin's Creed Valhalla wieder zurückgegangen. Von Assassin's Creed wieder zurück. Und mit Basim werden wir natürlich eine wunderschöne Zeit haben. Oh. Ich rieche schon das gute Bagdad hier. Wunderschöne. Guck dir mal die Architektur an. Diese ganzen feinen Arbeiten. Oh, herrlich, ey. Dieses. Also wenn ich das alles ansehe, dann erinnert mich das wirklich an Marokko. Das ist dann so, das ist ein bisschen Nostalgie. Ne? Das ist Wahnsinn, ey. Weißt du, dieses chillige, weißt du, langsam das Leben angehen, ne? Tee trinken, chill the time. Das ist doch mal was hier. Oh. Wow. Da nochmal eine Wassermühle. Den Esel, der im Hintergrund... Das wirft dich echt 1000 Jahre und noch länger. Kamele, schau dir das mal an, ey. Nee, ey, diese Fruchtbar-Dings, der Fruchtstand da unten, ne? Wunderschöne Früchte. Und die Menschen, du denkst, bist echt in Bagdad vor 1400 Jahren, ey. Oder vor 1000 Jahren. Das ist Wahnsinn, ey. Hier die Teppiche, wieder die Blumen, ne? Die Häuser. Alles detailreich, ey. Sehr schön. Oh, das wird eine schöne Reise werden. Das wird ein tolles Gameplay. Ich hoffe kurz, wir sind zwar nur in einer Stadt, aber es ist halt back to the roots. Was diesen Auftrag angeht, ich will nicht, dass du meine Worte für aufdringlich hältst. Ich sorge mich nur um dich, Sadiki. Es ist nicht lästig, sich gegen unsere Unterdrücker zu wehren, wie es die Verborgenen tun. Hältst du dich für den Helden von morgen? Den nächsten Gilgamesch? Nein. Ich bin nur der Sohn eines Staatsdieners, der sein Leben der Verbesserung des Lebens seines Volkes verschrieben hatte, um dann erniedrigt und vergessen zu werden.
Doch es schmeichelt mir, dass du mir solche Größe zutraust. Ich kann mich nur bemühen. Das habe ich so ganz sicher nicht gemeint. Ich habe es so verstanden. Alles im V-Kalibre, Leute. So wunderschön. Ja, ne? Da muss etwas Wichtiges vor sich gehen. Da der unten, Kalif wurde in den Winterpalast gerufen. Sicherlich ist es ein reiches Gefolge, das die Menge angelockt hat. Wow. Vielleicht sind sie in Stimmung, etwas zu spenden. Ja. Ah, ich verstehe. Eine kleine Fingerübung, um den Verstand zu schärfen. Wenn dieser Auftrag uns schon nicht ernährt, soll es eben das Kalifat tun. Man merkt auch in der Kleidung, dass wir, glaube ich, beim normalen Volk sind, ne? Wir werden sehen. Seine Börse auf dem Tisch liegen lassen. Etwas Einfaches zum Warmwerden. Okay. Adlau. Da sehe ich die, ja. Adlerauge, erinnert ihr euch noch? Genau, das war bei Assassin damals, das Adlerauge, ja. So. Einsammeln. Und jetzt weg, ehe jemand was bemerkt. Da ist sie doch dahin, ja. Ach, die Olivenbäume, guck dir das mal an. Ja. Nee, ja, ja. Das ist der Esel hier. Fantastisch. Oh nee. Komm her. Eine kleine Aufführung. Warte, ich komme sofort. Mach dich bereit. Ich wähle sie aus. Ein scharfes Auge und eine geschickte Hand. Wow. Ein vortreffliches Paar. Was könnte es Wichtigeres geben? Komm her. Ah, eine kleine Musikschule, okay. Ah, ist okay, Jungs. Danke für die Musik. So, wir gehen mal weiter. Dieser eitle Gockel da, er muss etwas von Wert dabei haben. Okay, ich seh's. Da, okay. Taschendiebstahl, setze das Adlerauge ein, um Beute zu finden, welche Kostbarkeiten enthalten. Drücke in der Nähe Dreieck, um einen Taschendiebstahl durchzuführen. Drücke im richtigen Moment erneut Dreieck, um den Diebstahl erfolgreich abzuschließen, ohne erwischt zu werden. Jawohl. Kommst du jetzt hierher zurück? Ja, warte mal, da war noch mal was. Sehr schön, wir haben hier ein paar Sachen. Die sagt zu mir, komm her und rede mit mir. Ich habe gute Waren, aber jetzt nicht. Vielleicht ein andermal. Hallo. Boah, guck mal hier, so einen alten Tonofen. Das ist doch genial. Schau mal hier. Und der hat's wirklich reingelegt, ne? Das ist ja Wahnsinn, ey. Und der ruft die Leute, kommt doch vorbei, wirft einen Blick hinein. Einen einzigen Blick wünsche ich mir von euch. Das ist Wahnsinn. Ich bin mal gespannt, kommt der. Ihr seid alle meine Freunde, sagt er. So. Wo willst du denn hin? Er sagt, ich habe Waren von der ganzen Welt, was die Menschheit nur kennt. Wahnsinn, der hat es echt rausgeholt. Das ist gut. Gut. Der Tschikistane verkauft auch irgendwas und sagt, kommt lieber zu mir. Denn seine Ware ist auch gut, aber meine ist besser, sagt er. So, wo bist du denn? Da hinten? Ich muss das einfach manchmal ein bisschen übersetzen, was sie so rumerzählen, ne? Das ist genial, ey. Hier so eine. Guck mal hier, so eine Moschee. Warte, ich komme sofort. Hier mit dir in Minaretten. Und, ach, guck mal, zum Beispiel, als Info, ne? Wenn man dieses Minarett jetzt hier sieht, ne? Warte mal. Ich guck mal erstmal, was sie will. Nee, warte mal, bleib mal hier. Vielleicht soll ich ja da hoch. Guck mal. Ich geh mal kurz hoch. Das ist ein rundes Minarett. Also ein rundes Minarett. Zum Beispiel. Jetzt geht er nicht mehr hoch. So, da ist er doch.
Na komm. Da ist sogar eine Schatzkiste drin, ne? Ich erzähle sofort gleich weiter, wenn wir das hier, wenn wir oben angekommen sind. Ach, das Essen, okay. Oh nein, das war knapp, ey. Ich wollte gar nicht runterspringen, jetzt ist er runtergesprungen. Ich wollte eigentlich ganz hoch. Jetzt müssen wir mal warten. Vielleicht auf der Seite rum. Nee. Das ist wieder so ein Suchen, ne? Ja, da musst du denn hin. So, sehr gut. Boah, liebe Leute da. Ach, das ist nur ein Stadtteil. Ach, da hinten geht's weiter, siehst du? So, okay. Was ich sagen wollte, ne, ist, kurz zu der Geschichte eines runden Minaretts. Das runde Minarett gibt es nur, also was heißt nur, in den meisten Ostländern, also alles was vom Irak, Afghanistan, Irak, Iran, was weiß ich, Syrien und so weiter, bis nach Marokko. Marokko ist das einzige Land, das seine Minarette viereckig baut, ja, weil sie nicht vom Einfluss der Osmanen, weil sie die Osmanen, besser gesagt, nicht ins Land hineingelassen haben. Sie haben sie hart bekämpft, weil sie haben nicht, weil, wie gesagt, das ist ja jetzt aktuell, jetzt wie im Spiel, haben wir ja das Abbasiden-Kalifat, ne? Und die Abbasiden haben das Kalifat, also das Königreich sozusagen, oder die Herrschaft von den Umayyaden geklaut, die Banu Umayya. Banu Umayya waren die eigentlich, und Banu Umayya, die haben sie zum Essen, die Abbasiden haben sie zum Essen eingeladen, die ganze Umayyaden-Familie, und haben sie dann abgeschlachtet bis auf Abdurrahman. Abdurrahman konnte abhauen, er und sein Bruder, und haben einen Fluss überquert. Und die Soldaten, die hinter denen her waren, haben ihnen versprochen, dass die denen nicht tun sollen, zurückkommen. Aber Abdurrahman hat zu seinem Bruder gesagt, schwimm weiter, schwimm auf die andere Seite. Aber sein Bruder wollte nicht hören, weil einfach, das war ein bisschen, wahrscheinlich der Fluss war zu reißend oder sonst was. Und ist zurück zu denen geschwommen, und Abdurrahman hat zugeguckt, wie sein eigener Bruder abgeschlachtet worden ist, ja? Vor seinen Augen, und er ist dann halt weiter Richtung Marokko, weil er da Familie hatte. Er hatte in Tunesien, und Tunesien gehörte früher zu Marokko, hat er in Tunesien Familie gehabt, und da konnte er sich niederlassen, eine berbische Familie, und konnte um Hilfe verlangen. Und dann aber wurde er trotzdem weiterverfolgt und ging bis dann nach Marokko, und von Marokko hat er dann über heutige Gibraltar, Jabal Tariq, ne, rübergesetzt nach Andalus, ne, das heutige Spanien. So viel dazu. Also wie gesagt, das ist das einzige Land, deswegen gibt es in Marokko keine runden Minarette, weil so ist eigentlich die altarabische islamische Kultur, dass man alles viereckig baut. Aber dann sind die Osmanen gekommen und dann wurde alles mehr gerundet. Ne, ja. Ich weiß nicht, ob die Iraker schon zu ihrer Zeit auch schon bereits alles gerundet haben. Aber es wird eigentlich mehr eher Viereck, so wie die Häuser und alles gebaut, ne? Gut, nur viel, so viel dazu. So. Jetzt haben wir nicht so synchronisiert, aber macht nichts. Vor lauter Reden. So, jetzt bin ich jetzt hier. Da drüben an dem Stand. Ja. Sie hat auch Geld. Boah, schau mal das geschmückte Kamel an. Sehr schön, ne? Sehr, sehr detailreich. Das gefällt mir auch bei diesem arabischen oder ja, orientalischen Stil, dass man dass da alles, ne? Es wird immer viel geschmückt und getan, ne? So, jetzt gucken wir mal da. Da haben wir doch noch mal was. Da ist eine Wache. Da ist auch noch mal eine Wache. Wir dürfen uns nicht sehen. So. Haben wir gemacht. Streichen wir mal die süße Katze hier. Mann, sehr schön. Höre ich da etwa Neid heraus? Wohl kaum, o größter aller Taschenlehrer. Du bist unmöglich. Jetzt komm,
Darwish wartet sich ja schon. Er sagt, die beste Freude des Tages ist, wenn ich meine Ware loswerde. Und das ist dann auch für euch die beste, so ein bisschen umgekehrt, so die beste Freude. So, okay. Sehr schön, ich würde gerne in so eine Moschee reingehen und gucken mal, wie die geschmückt ist, aber das ist alles zu. Ach, die schönen Olivenbäume. Ja, wisst ihr, wie das riecht, diese Dattelbäume und Olivenbäume, das ist so, oh. Ja, sehr schön, da ist die Moschee, das ist der Eingang wahrscheinlich, aber ist jetzt geschlossen. Eine ziemlich kleine Tür dafür. Ja, die Eingänge sind eigentlich viel größer, aber eins muss ich sagen, es sind keine, oder? Täusche ich mich, warte mal, kann ich mich auch täuschen, aber ich habe jetzt keine religiösen Symbole jetzt gesehen, also Schriften. Nicht Symbole, sondern es wirkt wirklich nur, also keine Kalligrafien oder so. Weil normalerweise ist es ja so, dass dann im muslimischen Glauben das alles, es darf ja keine Bilder geben und dann wird halt viel mit Kalligrafie, viel mit, was war denn das? Viel mit Schrift und sowas. Und dann werden dann halt Verse aus dem Heiligen Koran dann hier an die Wände geschmückt. Aber vielleicht haben sie das weggelassen, weil man ja mit den Spielern drüber läuft. Ne? Muss mal gucken. So. Aber auf jeden Fall sehr detailreich. Hier die Leute am Putzen. Ne? Hier die Leute sitzen. Das ist wirklich auch so ein typisches Ding, dass man einfach mal so sitzt. Ne? In den orientalischen Ländern auf so einem Teppich und dann im Schatten, weißt du, mit ein paar Kissen und sich dann unterhält. Ne? Ja, ja. Sehr, sehr bodenständig. Sehr einfach. Oh. Und Wasser. Wasser ist ein Lebens... wichtiges Elixier in diesen heißen Ländern und allgemein ist aus Wasser wurde alles Leben erschaffen, ne? Ja. So. So viel dazu. Oh, schön. Sehr, sehr schön. Das gefällt mir richtig gut, ey. Also da kann ich mich satt sehen hier, wirklich. Gefällt mir. So. Wow, das ist auch so, das erinnert mich alles an, genau so, dann, weißt du, da oben sind dann die Häuser, ne, da ist dann das Wohnzimmer meistens und dann wird dann hier unten, hast du diesen Durchgang und hier ist es im Sommer, selbst wenn es 50 Grad draußen sind, ist das hier meistens dann sehr, sehr kühl, ne, man setzt sich dann hier hin und unterhält sich dann, ne. Oh, der sagt, das ist eine große... große Gabe durchaus, also weil Bagdad war ja die Kulturstadt schlechthin, das war wie wenn du heute sagen würdest, was weiß ich, New York oder so, ne, oder was gibt's denn da für große Städte, ne, ja, sowas halt, ne, wo dann halt Kultur und so, ne, viel gelebt wird und alles, ne, Austausch, sehr schön. Hier sind die Wachen. Die sind noch ein bisschen ruhig, also ich fall denen erstmal nicht auf. Du bist nicht willkommen. Oh, ich geh gleich, ja. Das ist so auch so eine typische. Geh weg! Ist ja schon gut. Was sind denn das für Wachen, ne? Ja, das ist so eine typische arabische Wache oder muslimische Wache. Ne? Leichte Rüstung, um schnelle Bewegungen auszuführen. Ne? Du hast hier nichts zu suchen. Es wird keine große Rüstung, Lederrüstung meistens, ne? Ah, es ist halt wirklich sehr heiß, deswegen, ne. Muss man auch die Früchte hier. Da gibt es irgendwas hier. Willkommen. Hier bin ich willkommen, aber da hinten bin ich nicht mehr willkommen, ne? Sehr schön, gefällt mir. Oh, die Farben hier. Yeah. Die Wolle, das ist Wolle, wo man dann die Farben dann, ne? Die zum Trocknen, ne? Die sind jetzt schon fantastisch, ey. Dann diese Treppen, oh, das ist so herrlich. Ich kann mich gar nicht satt sehen genug, ne? So. Aber ich denke mal, für die Folge... Ja, die reden gerade, die sagt, ich warte auf meinen Vater, wenn er... Dass ihr Vater im Hasch ist auf der Pilgerfahrt und die warten darauf, dass er wieder zurückkommt und dann müssen sie einige Themen mit Benno Ishaq reden.
die geschäftliche Natur sind irgendwie, ja. Ziemlich interessant, wenn man die Sprache versteht und dann kommt es ein, ne? Zum Beispiel bei Valhalla konnte ich ja nie verstehen, was sie sagen, ne? Wenn die dann Skürmühl, das ist, wenn man die Sprache versteht, ist es schon interessant, was die Entwickler sich so ausgedacht haben. Oh, guck mal hier. Das nennt man im Arabischen Snor. Das ist so ein leckerer Fisch, das könnt ihr gar nicht glauben. Ey. Dieser Fisch, ne? Der ist so hell und weißer Haut. Boah, der schmeckt so einfach lecker. Ey. Das ist wie ist kein Aal, aber es ist ein Aal, aber es ist, ja, Fisch halt, ne? Guck mal, die können... Hier bin ich. Was gibt's denn? Frieden, Sadiq. Die haben aber viel Energie. Bin gespannt, was für Geschichten wir heute hören. Mit Sicherheit großspurige.